der in den 80ern Millionen Fans mit seinen Hits glücklich gemacht hat, ist wieder da. In der Zwischenzeit hat er seine beiden Kinder auf der Bühne der Arena in Treptow. Das Konzert war ausverkauft und Christian Tietze hat es erlebt. Über 10 Jahre hat er sich Zeit gelassen und mit seiner neuen Platte lässt es Billy Idol wieder richtig krachen. Kurz vor dem Konzert an der Treptower Arena warten bei Minusgraden. Doch die Stunde ist nichts gegen die lange Pause, die sich Billy selbst verordnet hatte. Entsprechend auch die Ungeduld der ersten Fans. Für etliche tausend Berliner ist Billy immer noch das Idol. Er sieht gut aus, er hat Charme, er singt total geil, geile Stimme. Einfach mal perfekt. Das erinnert mich an meine Jugend vor 20 Jahren, als ich noch ein junger Feger war. Diese Jugendsünde verbrachte der Punkrocker vor 12 Jahren in der Waldbühne. Billy Idol als eine Mischung aus Reggae, Heino und Domestos gebleichten Lenny Kravitz, dem selbst die eigenen Gassenhauer scheinbar im Rohr krepierten. Inzwischen klingt sein alter Hit Dancing with Myself wieder richtig rockig. Die Frisur sitzt wieder wie schon in besten Zeiten und auch der langwierige Betäubungsmittelmissbrauch scheint irgendwie spurlos an Mr. Lippe vorbeigegangen zu sein. Das Punkrock-Idol wird nächste Woche 50, für seine Fans ein Problem. Ach Quatsch, wenn ich Rolling Stones angucke, die sind ja nun schon fast an den 70, oder? Wenn man seinen Körper anguckt, dann kann man nur neidisch werden. Ich bin erst 33 und wenn ich 50 bin, möchte ich gerne genauso aussehen. Mit diesem Wunsch ist er bestimmt nicht der Einzige, aber auch Billy Idols alte Hits wirken an diesem Abend irgendwie verjüngt.